Ja Leute, was geht? Freunde, heute ist wieder ein schöner Tag und wir sind wieder in unserem eigenen Autohaus, Leute, bei Clinton Luxury Auto Club. Und Leute, wir verlassen mal unser Büro und gehen mal in den Verkaufsraum, denn Leute, ich muss euch etwas sagen. Ich habe diese Firma so ein bisschen vernachlässigt in den letzten Tagen. Die haben keine Fahrzeuge fast, also wir haben vielleicht nur ein oder zwei Autos, die herumstehen. Aber das war's auch schon, Freunde. Denn im Verkaufsraum stehen momentan keine Autos und wir haben auch keine Kunden. Und ja, deswegen brauchen wir auf jeden Fall wieder neue Fahrzeuge. Und wenn ein Kunde kommt, dann kommt er wirklich nur, um ja etwas auf Bestellung zu holen. Oh, das hört sich gut an. Leute, ich glaube, wir haben Kundschaft. So, dann gehen wir mal gucken, wer da ist. Und yo, okay, es ist Mr. Bean, Elon Musk und Dwayne The Rock Johnson? Alle im selben Raum? Was ist hier los? Moin, Franklin. Ich habe drei besondere Kunden. Ja, das sehe ich, Leute. Einfach absolute Legenden, die drei. Jeder möchte zwei Meme-Fahrzeuge haben, die in Los Santos sind. Ich habe dir sechs Fahrzeuge auf der Karte markiert. Such dann aus, welche Fahrzeuge zu welchem Kunden passt. Ah, okay. Also, Leute, wir sammeln in dieser Episode heute Meme-Fahrzeuge. Ich bin so gespannt, Leute. Es kann alles sein. Es kann wirklich alles Mögliche sein an Fahrzeugen, die wir sammeln. Deswegen würde ich sagen, ja, machen wir uns auf jeden Fall auf den Weg. Also, wir werden mal aussuchen, Leute, wenn wir ein Auto finden, für welchen der drei Charaktere würde das Auto am besten passen. Und jeder der Personen wird zwei Autos am Ende bekommen und hoffentlich glücklich werden. Also, Leute, das hört sich auf jeden Fall auf einem Großauftrag an. Ich würde sagen, okay, yo, der Typ möchte hier auf jeden Fall reinfahren. Okay, Leute, es kommt langsam wieder Betrieb rein in die Firma. An der Stelle, damit ihr wollt, dass diese Firma wieder auferlebt, lasst jetzt einen Daumen nach oben da. Und, Leute, wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann, Freunde, würde ich euch gerne raten, es nicht zu tun. Oder nein, Spaß, macht's gerne, Leute. Und vergesst nicht gerne, die Glocke zu aktivieren. Ich will auf jeden Fall sagen, wir suchen mal, wo sind denn diese sechs Orte? Also, Leute, uns wurden hier Orte markiert. Sechs Orte. Also, an diesen Spot sollen sich ungefähr die Meme-Fahrzeuge befinden. Ich würde sagen, wir fangen am nächsten Ort an. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier hin. Das klingt gar nicht mal so schlecht. Ist auch nicht so weit entfernt. So, ich nehme mal das Fahrzeug von der Straße. Tut mir leid, ich hab selber kein Auto in der Firma. Ich weiß gar nicht, warum ich nicht mit dem Auto hergekommen bin. Okay, dann fahren wir, Leute. Ich bin so gespannt. Was meint ihr? Was wird das erste Fahrzeug sein? Es wird so cool. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dieser Episode dran. Es wird die skurrilsten Fahrzeuge geben können in dieser Folge. Ich lasse mich echt überraschen jetzt. So, wir sind gleich da. Aber es klingt irgendwie nicht nach einer Secret Location. Gucken mal. Wir sind gleich da, Leute. Also, was für ein Meme sollte es denn jetzt geben? Soll es vielleicht ein Dogecoin-Car sein? Soll es ein Dwayne The Rock Johnson Auto sein? Oder soll es Mr. Beans Auto sein, was auch schon ein Meme ist? Das ist direkt auf dem Parkplatz bei Burger Shot? Warum soll da denn ein Meme-Fahrzeug sein? Na gut, ey, lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht finden wir... okay, wir sind da, Leute. Wir parken mal hier. Ist das jetzt das Meme-Fahrzeug? Es sieht normal aus wie so ein GTA-Auto. Wir gucken mal, ist der Parkplatz nicht noch größer? Können wir uns nicht hier irgendwo umschauen? Können wir auch in den Burger Shot nicht reingehen? Mach mal auf. GTA 5, macht bitte ein Update, dass wir endlich in diese Restaurants reingehen können. So wie in GTA 4. Oder wir schauen mal da hinten. Leute, es muss da sein. Oh, ich sehe schon was. Ich sehe schon. Wow. Was? Es ist einfach so ein Doppel-Whopper-Burger-Fahrzeug oder ein Krabbenburger. Nee, das ist kein Krabbenburger, weil der hat zwei Buletten. Doppel-Cheese, Doppel-Käse. Und der ist echt riesig. Leute, jetzt kriege ich richtig Bock auf Burger. Muss ich sagen. Okay, dann steigen wir mal ein. Der Wagen hat sogar... jo, wir sitzen drinne. Wir sitzen drin, Leute, in dem Wagen. Es sieht aus, als wäre das so eine Art Go-Kart. Also, es hat Reifen. Wir gucken uns das mal von außen an, Leute. Das Auto sieht ja übelst cool aus. Es hat, ich glaube, habe ich da gerade gesehen, das sind einfach, Leute, so Pappstrohhalme, die die Reifen festhalten. Und wir haben zwei riesen Auspuffer, auch aus Strohhalm gebaut. Und das da oben ist irgendwie so eine durchsichtige Kuppel. Soll zu unserem Schutz sorgen. Dann steigen wir nochmal ein, Franklin. Franklin, du sollst einsteigen. Ja. Wow. Funktioniert das nicht? Oh, wir sind drin, Leute. Und ich bin sehr gespannt. Wir gucken mal, ob der Wagen abgeht. Also, es ist auf jeden Fall ein richtiges Meme, ja? Kann man schon sagen. So. Wow. Oh, oh. Okay. Ah, es dreht sich die ganze Zeit. Wow. Okay. Oh. Habt ihr es gerade gesehen? Es kann springen. Es konnte springen. Wow. Es kann einfach springen. Okay.
Für wen sollte dieses Auto jetzt gut sein? Für Mr. Bean? Ja, ein Burger. Ich habe Mr. Bean noch nie mit einem Burger gesehen, aber es ist ein lustiges Auto. Aber alle Autos werden lustig sein. Elon Musk, der hat auch nicht viel mit Burgern zu tun, aber Dwayne The Rock Johnson, den könnte ich mir schon vorstellen. Also der kann alles essen, was er will. Das landet eh alles in den Muskeln, ne? Der baut gar kein Fett auf, der hat einfach nur Muskeln. Ja, und er braucht halt natürlich Sterne. Oh! Das Ding gerade einen Nitro-Boost gezündet. Das ist ja ein Extremfahrzeug. Guckt euch das mal an. Ich gebe nochmal Gas, Leute. So. Bäm! Yo, das Ding hat einfach einen Nitro-Boost. Und dann können wir noch springen. Oh! Okay, wir wollen es nicht zu sehr kaputt machen. Ich würde sagen, wir geben es Dwayne The Rock Johnson. Was meint ihr? Schreibt es mal kurz in die Kommentare. Wäre das Fahrzeug für euch passend oder, ja, was meint ihr? So, wir fahren den Wagen mal rein und ich würde sagen, wir sortieren den einfach mal bei Mr. Bean ein, ne? Ja, wir geben den Mr. Bean. So, Mr. Bean, das ist ihr neues Auto, ja? Mr. The Rock und Elon Musk, ja, ihr beide kriegt ja auch noch eure Autos, aber das wird Mr. Beans Auto sein. Leute, es ist einfach funny. Es ist einfach funny, das Auto. Das erste Auto haben wir. Wir fahren jetzt direkt zum zweiten Auto. Und, ja, wo könnte... Das könnte... Okay. Ist das nicht auf dem Ultra-Riesenhaus? Ich glaube schon, ne? Das müsste, glaube ich, auf dem Gebäude sein, was man nur vom Helikopter aus erreichen kann. Oder wenn man sehr, 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 sehr lange mit dem Auto fährt. Deswegen, ja, ich würde sagen, ich zeige euch mal, wann wir da sind. So, da sind wir auch schon oben, Leute. Ja, jetzt sind wir hier und schauen mal, ob wir hier irgendwo das Auto finden können. Also ich bin jetzt per Helikopter hier hochgekommen, aber wir schauen mal, Leute, ob das eines dieser Autos so ein Meme-Fahrzeug ist. Also wir haben hier einen die Pfister Komet haben wir, dann haben wir das, einen Surano, ein Motorrad, so ein Obermacht, Karin und das alles? Ich glaube, das sind alle. Leute, ich habe noch eine Überlegung. Ich weiß nicht, ob das jetzt sein kann, aber es gibt ja auch hier in dem Gebäude noch so eine Art Untergeschoss. Also so eine Art Zwischenstufe, wo man seine Autos parken kann. Wir fahren da mal runter. Ich habe so nämlich das Gefühl, dass es in diesem Parkhaus sein könnte. Deswegen, wow, fahren wir mal dahin. So, das müsste nur ein paar hundert Meter tief runter sein. Paar hundert Meter, ich meine natürlich nur 100 Meter oder so. So, okay, genau das Deck meine ich. Da kann man hin. Sieht man? Oh, ich sehe schon was, ich sehe schon was. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber da war was. Und let's go, Leute. Wir gucken mal. Ich sehe es schon, Leute. Nein. Nein. Oh mein Gott. Ach nee, Leute, es ist einfach das DaBaby-Auto. DaBaby-Auto. Kennt ihr das Musikvideo mit diesem Let's Go? Ihr kennt das doch alle, oder? Oh Junge, das ist einfach das Auto. Hat das Auto auch eine Hupe? Wir hupen mal kurz. Let's Go. Es sagt auch dieses Let's Go. Nein. Alles klar, Leute. Also, ja, schöne Front, muss ich sagen. Es sieht sehr hübsch aus. Das Heck ist auch super nice. Jetzt ist die Frage, wem geben wir das Auto? Leute, eindeutig, wir geben es The Rock. Ich war kurz am Überlegen, ob wir es wirklich Elon Musk geben. Aber er hat noch nie dieses... Also, es sind ja... Ganz ehrlich, alle Charaktere sind Memes, okay? Nicht Elon Musk ist alleine ein Meme. Wenn Dogecoin Car ist oder so etwas, dann geben wir das Elon Musk. Aber ich bin mir ziemlich sicher... Das geben wir diesmal Dwayne The Rock Johnson. Boah, ich sag euch, dieses Auto, ey, es ist so cool. Es sieht einfach so lustig aus, wenn es so rumfährt. Yo, let's go, hallo. Das geht an Dwayne The Rock Johnson. Ja, dein Auto. Ich bin ziemlich sicher, also ich glaube, die werden sich alle freuen um diese Autos. Aber ja, wir haben jetzt schon mal dieses eine Auto, dann Dwayne The Rock Johnsons Auto. Elon Musk, sorry, ich glaube, das nächste Auto wird bestimmt für ihn sein. Ja, dann haben wir jetzt das zweite Auto schon. Oh, danke für die Banshee. Kannst du mir die, kann ich ja einsteigen? Vielen Dank. So, dankeschön. Ja, einfach Ehrenmann. Ach, willst du Autos gucken? So, wo können wir uns jetzt das nächste Auto anschauen? Also, jetzt sind die Fahrzeuge immer deutlich weiter. Ich glaube, wir... Ja, komm, wir fahren einfach mal dahin. Wir gucken mal, was uns erwartet. Ich habe nämlich... Ey, ich habe jetzt das DaBaby-Car gesehen. Also, ab jetzt erwarte ich wirklich nur noch verrückte Autos. Okay, wir sind an der Location. Es muss hier irgendwo sein. Hier auf dem Parkplatz sehe ich schon mal nichts. Hier auch nicht. Zu welchem Thema könnte das
jetzt passen. Die Fahrzeuge stehen meistens an Orten, wo sie wahrscheinlich passend gebraucht werden. Und ich weiß nicht, ne? Okay, sieht mir aus, als wäre das hier so eine Supermarktstraße gerade. Und hier ist ja auch dieser 7-Eleven oder ne, 24-7 ist hier auch. Ja, hier ist der Supermarkt. Also an dem Ort soll es sein. Vielleicht auf dem Parkplatz? Ich sehe gar kein Auto. Nee, auf dem Parkplatz ist kein Auto. Haben die hier noch Parkplätze? Ich glaube jetzt nicht, oder? Nee, hier ist nichts, Leute. Soweit sehe ich hier gar nichts. Wartet mal kurz. Yo, was ist das? Oh mein Gott. Oh, yo, was ist das? Es ist einfach eine Chipsverpackung mit Korken, also mit diesem... Das ist einfach ein Monster-Auto. Was ist das, Leute? Es ist eine Chipstüte. Okay, das geben wir auf jeden Fall, Leute, Elon Musk. Also der hat bis jetzt kein Auto bekommen. Das geben wir auf jeden Fall ihm. Yo, einfach, was ist das für ein Auto? Yo, Alter, das macht so Spaß. Wie geil. Eine 72 Gramm Chipstüte. Oh, nicht umkippen, okay? Wir wollen Elon Musk die Chips schön servieren. Das passt auch gar nicht zu Dwayne The Rock Johnson, weil, ja, der will sich natürlich gesund ernähren. Ich meine, Burger sind auch nicht so gesund, aber ey. Also Leute, ich weiß, die Chips-Tüte ist ja für Elon Musk, würde ich sagen, perfekt, würde ich sagen. Also ich würde die Chips-Tüte auf jeden Fall Elon Musk geben. Dwayne The Rock Johnson ernährt sich ja relativ gesund. Burger sind jetzt auch nicht so gesund. Warte mal kurz, habe ich den Burger gar nicht... Ich habe den Burger... Ich habe den Burger Mr. Bean gegeben. Nein, ich wollte ihm eigentlich Dwayne The Rock Johnson geben. Okay, wir haben hier ein kleines Problem. Ich krieg das Auto nicht in die Garage rein. Uiuiui. Okay, Leute, wir haben es aus Versehen das falsche Auto dem Mr. Bean gegeben. Dann müssen wir halt Dwayne The Rock Johnson was anderes geben. Ja, und immer noch diese Tsunami-Wellen, die wir gerade haben. Was ist denn hier los? Okay, Elon Musk. Ist er da hinten irgendwo? Ich glaub, der ist in der Garage. Wir geben ihm einfach den Wagen, weißt du? Wir stellen ihn einfach hier hin. So, den kann er sich dann nehmen. Wenn er das möchte, kann er das einfach mal machen. Ah, das seid ihr ja. Ey, da sind sie ja. Sorry, ey, Mr. Bean, tut mir leid. Ich habe das falsche Auto ihm gegeben. Ich muss es an den The Rock geben. Keine Sorge, Elon Musk, der Wagen steht da hinten. Einfach eine riesige Chipstüte. Was ist das? Okay, ja, so, jetzt haben wir das richtig. Ab jetzt, Leute, nur noch Mr. Bean und Elon Musk Fahrzeuge. Ich hoffe, dass ich recht habe dann. So, als nächstes, Freunde, gehen wir ein bisschen weiter raus nach Los Santos. Ist ein bisschen weh. Aber ab jetzt bin ich noch gespannter, was für coole Fahrzeuge wir kriegen werden. Ah, hier habe ich mich in der Straße verschätzt. Und zwar in der Wohngegend. Ne? Hier gibt es ja so eine Wohnsiedlung, die seit 9 Jahren gebaut wird, Rockstar Games. Wäre ja mal cool, wenn ihr das Spiel auch irgendwie Baustellen mal irgendwann repariert. Ich meine, hier gibt es so ein riesiges Haus. Kann man ja auch im Real Life mal machen. Aber wo ist das Auto? Komm schon. Das müsste hier irgendwo sein. Ja, das ist Mr. Beans Haus. Wir wissen ja, dass er hier wohnt. Das ist sein Haus. Also es muss was mit der Nachbarschaft von Mr. Bean zu tun haben. Wir gucken mal. Das war Mr. Beans Haus. Ja, schade, sein Auto steht nicht hier. Wir haben hier Autos. Da, vielleicht hier. Irgendwas, was wir hier finden können. Wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Dieses Haus mit diesem Zaun ist 1:1 das gleiche Haus, was da steht. Und es hat auch diesen Zaun. Aber wenn ihr sehen könnt, Leute, kann man einfach um diesen Zaun herumlaufen. Da gibt es keine Mauer drumherum. Oh, wir haben das Auto gefunden. Also ehrlich. Wer hier wohnt, muss wirklich einfach nicht logisch denken. Der hat hier einfach... Der Zaun ist nicht da. Hier ist alles offen, Leute. Hier ist der einzige Spot, wo keine Hecke existiert. Das heißt, alle Menschen, alle Tiere können ganz entspannt hier rein. Und dieses Auto hat 3 Räder. 3 Räder. Wisst ihr, warum 3 Räder nicht so cool sind? Ich würde sagen, ich zeige euch das einfach mal. Weil wenn ihr damit richtig Gas gibt und nach links lenkt und dann... Ja, oh, okay, also das funktioniert gerade nicht mal bei der Demonstration, aber normalerweise, Leute, das Auto kriegt die Balance nicht hin und ja, es lässt sich in Kurven nicht so gut lenken. Und außerdem kippt es sehr oft um. Ihr kennt es, Leute. Das ist einfach ein Meme, weil das ist Mr. Beans Erzfeind. Das ist das Auto von seinem Erzfeind in der Mr. Bean-Serie und das geben wir auf jeden Fall Mr. Bean. Das ist das Fahrzeug, was er immer... Oh, und ja, deswegen habe ich gesagt, 3 Räder lohnt sich nicht. Der hatte auch nur 3 Räder. Boah, er ist so langsam beim Lenken. Boah, alles klar. Mr. Bean, ich habe ein Auto für Sie. Hier, das ist... Oh mein Gott. Oh mein... Sorry. Bitte nicht böse sein. Hier. Ich habe das Auto von deinen Nachbarn geklaut. Hier, mach damit, was du willst. Du kannst es komplett demolieren. Es ist mir völlig egal.
Okay, Leute, wir haben jetzt 4 Autos und jetzt fehlen nur noch ein Elon Musk und ein Mr. Bean Auto. So, jetzt haben wir alle Autos, die in der Stadt Los Santos drin sind, gefunden. Jetzt müssen wir nur noch 2 weitere Fahrzeuge haben. Und zwar einmal hier und einmal irgendwo dort. Und ja, dann würde ich sagen, fahren wir mal dahin. Okay, Leute, ich habe eine kleine Randnotiz bekommen. Und zwar sollen wir uns an den Ort begeben bei Nacht und bei Regen. Erst dann haben wir die Chance, dieses Auto überhaupt zu finden. Und ich bin ehrlich, ich mag die Gegend nicht so. Also, es ist an sich schon eine der gruseligeren Orte, vor allem, weil hier auch der Minenschacht ist. Aber wir haben hier auch dieses Mini-Schanzendorf, oder wie man das nennt. Hier ist auf jeden Fall so eine... Ich bin kein Landwirt, ich weiß nicht, wie man das... Eine Lodge. Nein, das ist keine Lodge. Es ist auf jeden Fall ein Gebäude, wo man was lagert. Ich glaube, Tiere und so oder... irgendwas. Vielleicht auch was anderes, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, in diesem Gebiet soll ein Auto sein und ich habe keine Ahnung. So, oh, da steht der Wagen schon. Wow, Alter, ist der verrostet. Und das ist von diesem Gruselhaus. Ich weiß nicht, wer hier wohnt, aber es gab ja mal einen Mythos, dass hier Geister drinnen wohnen oder irgendwelche Personen, die sich nie nach draußen trauen, weil alle Fenster komplett zugehämmert sind. Die wollen uns nicht sagen, entweder was da drinnen passiert ist oder die wollen uns nicht zeigen, wer da drinnen wohnt. Und das Haus ist auch schon teilweise zerstört. Wir gucken uns den Wagen gleich mal an, Leute. Hier seht ihr, denn einfach dieses, ja, dieses Vordach ist schon zerstört und ja, ich weiß nicht, wer hier wohnt, aber alleine die Tatsache, dass hier dieses Auto steht, zeigt, dass auch der das Auto schon lange nicht mehr gefahren ist. Wow, okay. Weiß nicht, was das für ein Meme ist, Leute. Gucken mal, ob das Interieur immerhin gut aussieht von dem Wagen. Oh mein Gott, das ist gruselig. Warum ist hier alles so rot? Und da hinten... Was ist da hinten, Leute? Das sind allerlei Utensilien. Also ich würde das Auto eigentlich Elon Musk geben, aber vielleicht gebe ich es auch Mr. Bean. Schwierige Entscheidung, aber ich glaube, Mr. Bean würde eher mit sowas mehr zurechtfinden, weil da drinnen so Utensilien sind und der mag halt gerne Gartenarbeit machen, ne? Deswegen, wir geben das Mr. Bean. Boah, passen wir da durch? Ja, eher knapp, aber es passt. Okay, ja, jetzt kriegen wir so kleine Logistikprobleme. Das ist ein sehr, sehr großes Auto. Mr. Bean, das Auto ist für... Oh, das Glas. Naja, egal. Wir sagen, es war so. Das ist dein Auto, Mr. Bean. Mach, was du gerne damit möchtest. Vielleicht machst du mit dem Auto und den Utensilien da drin das Auto kaputt. Wäre auch eine Idee. So, das heißt, das letzte Auto, Leute, ist für Elon Musk, der für Technik, Fortschritt und Memes steht. Und jetzt bin ich gespannt, welches das letzte Auto sein wird. Es befindet sich nämlich hier. Und das ist wo könnte das sein? Ich weiß nicht, was das für ein Ort ist, aber wir gucken mal. Okay, wir sind jetzt am Flugzeugfriedhof und ich weiß nicht, was das für Elon Musk sein soll. Vielleicht ein Flugzeug aus Batterien, das 500.000 Tonnen wiegt oder so? Naja, das wäre auf jeden Fall lustig. Wir gucken mal rein. So. Ja, was davon könnte ein Meme sein? Ich weiß nicht. Vielleicht so ein verrostetes Auto? Vielleicht dieses Flugzeug? Vielleicht, oh, wir haben es gefunden. Wow. Oha. Wisst ihr, was das ist? Nein, Leute. Das ist ein originaler Podracer aus Star Wars Episode 1. Oh mein Gott. Es ist, glaube ich, nicht der von Luke Skywalker. Ich meine Anakin Skywalker, aber das ist einfach ein Podracer. Das ist perfekt. Leute, das ist perfekt. Oh mein Gott, wir sind drinnen. Okay. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, und jetzt wisst ihr, warum das ein Meme ist? Kennt ihr die Zeile, Leute, von Anakin Skywalker, wo er sagt, "Now this is pod racing." Diese Zeile, Leute, ist einmal im amerikanischen Bereich so bekannt gewesen. Also, falls ihr Star Wars Prequel-Memes kennt, das ist immer, ey, kann ich euch nur wirklich empfehlen, Leute. Kann ich euch echt nur empfehlen. Okay, aus dem Weg! Aus dem Weg, Geringverdiener! Das ist jetzt mein Podracer, ja? Ich bin hier und ich, die Straße gehört mir, okay? So, lasst mich doch mal auf den Highway endlich, come on. So, boah, das ist so geil, Leute. Es ist einfach, weg damit, weg da. Wow, Alter, das ist so cool. Oh, Junge, wow, der ist schnell. Der ist richtig schnell.
Wow, der ist so schnell, Leute. Das kommt mir fast, als würde der abheben wollen. Aber das ist Hammer. Das ist so cool, Leute. Einfach Star Wars Fahrzeug. Okay, wir fahren den zu Elon Musk. Das wird der Hammer. Oh, ich weiß nicht, ob er in die Einfahrt passt. Ich würde es ihm mal nicht so schwer machen. Ich glaube, wir parken den einfach hier in dem Vorhof wie bei dem Chips-Tüten-Auto. Ich kann es nicht glauben, dass ich ein Chips-Tüten-Auto einfach gefunden habe. Aber ja, wir bringen es einfach mal hier hin. So. Bremsen. Vorsicht. Vorsicht. Ganz vorsichtig. So, Elon Musk. Ey, Elon Musk hat die coolsten Fahrzeuge. Er hat einen Podracer und ein Chips-Tüten-Auto. Ich finde die... Jetzt könnt ihr alle abstimmen. Leute, für welche Person seid ihr in diesem Video? Wer hat die besten Fahrzeuge? Ist es Elon Musk mit dem Chips-Tüten-Auto und dem Podracer? Ist es vielleicht Mr. Bean mit seinem verrosteten Auto und dem Nachbarsauto? Ich glaube, niemand wird für Mr. Bean abstimmen, oder? Sorry, Mr. Bean. Oder ist es Dwayne The Rock Johnson mit dem DaBaby-Car und dem Double Big Mac Super Supreme Burger mit eingebauten Turbo und Auspuff aus Strohhalm? Also ich persönlich, Leute, ich halte mich da raus, aber schreibt gerne in die Kommentare, für wen seid ihr? Und ich würde sagen, lasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Vergesst nicht gerne, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. IDs raus, haut rein und ciao!